Hallo meine kleinen Patienten und willkommen zurück im Little Creek Hospital. Wobei, eigentlich seid ihr meine Mitärzte, Mitkollegen, wie auch immer man es nennen will. Wir sind ja Allison. Gut, wir sind bei Mr. Escher. Behandle Mr. Escher. Nein, das sind wir nicht. Blödsinn. Schatz, bin ganz verwirrt. Wir sind selbstverständlich noch hier in Schnell und Sauber. Wir haben die Prüfung nicht geschafft, weil ich zu blöd war. Der ultimative Fail der letzten Folge. Wer es noch nicht gesehen hat, sofort anschauen. Gut, gehen wir es mal an. Hallo, ich klicke. Manchmal nimmt er meinen Klick nicht. Ich sage euch, wie es ist. Das ist seltsam. So, einmal hier. Achso, das müssen wir jetzt erst holen. Und du hier. Und den Tupfen haben wir dabei. Genau, da dürfen wir jetzt wenig tupfen. Nicht so wie vorher, dass ich am Ende alles wegtupfe. Achso, jetzt kann ich nicht mehr beides mitnehmen. Okay, das geht halt einfach nicht. Na gut, dann geht's halt einfach nicht. Geh ins Bett. Oder weg. Ist mir auch recht. Hauptsache, du sitzt nicht auf meinem Sessel. Hamsterchen, komm her da. Oh, und wir brauchen neues Tupfmaterial. Oh, neuer Splitter. Ja klar, und der da oben lässt sich erstmal schön betatschen, bevor er sich dann seine Splitter jetzt entfernen lässt, vermutlich. Oh, nicht einmal. So, jetzt brauchen wir die Zwicke und dann hier hin. Zwicke, das geht sich noch raus, komm schon. Zwicke. So, jetzt kann die herauf. Braucht sie? Nix braucht sie, haben wir alles. Und füllen wir mal auf. Ja, haben wir gerade Zeit. So, die Tupfe haben wir noch. So schnell wie möglich tupfen. Da nochmal ein bisschen reiben. Eigentlich ist ja mehr ein Hämmern, so wie es ausschaut zumindest. So, eigentlich könnte man schon wieder entlassen. Mach mal das doch. Unser Sessel ist sonst blockiert. So, und der will jetzt sicher was von hier drüben, deswegen gehe ich noch nicht rüber. Nein, braucht er nicht einmal, dann lauf. So, ins Bett mit dir. Nochmal hier ein bisschen, dabei kannst du hier runter. So, die Tupfe haben wir eh noch aufgefüllt. Gut so. Mach Platz. Nächste. Tupfe. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel schon. Bisschen Tupf. Bisschen davon. So, dann brauchen wir wieder eine Tupfe. Und das da. Und... Oh, das wird sich nicht mehr ausgehen. Oh, das wird sich nicht mehr ausgehen. Oder? Oder? War das? War das noch? Ja, doch, das war Glück gehabt. Glück gehabt. Und einmal bitte tupfen. Dann holen wir uns eine neue Tupfe. So, dann was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir wahrscheinlich ein paar Sachen. Dann wir brauchen auf jeden Fall mal das geht einfach und dann brauchen wir das da. Das geht sich wahrscheinlich nicht mehr aus. Anzunehmen. So, die Tupfe haben wir noch. So, dann entlassen wir die fünfmal, weil wir gerade können. Gut, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Aufgabe, Oliver. Habe ich Oliver? Tatsache. 350. So muss das sein. So, das kennen wir, glaube ich, schon. Ja, sicher kennen wir das schon. Gut so. Jetzt aber, Mr. Escher. Behandle Mr. Escher. Ich wollte schon die Spürhunde losschicken. Deine Pause hat ja ziemlich lange gedauert. Ist es jemand Besonderes? Die Glocke hat dich gerettet. Ein Spezialgast. Wird mein Papa wieder gesund?
Oh, ein Flashback. Ich weiß es nicht. Keine Sorge, die besten Ärzte der Welt kümmern sich um ihn. Allison, ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Okay, das heißt, wir müssen uns um ihn kümmern und haben wir irgendwas Neues? Noch nicht, noch sehen wir nichts. Geld haben wir noch nicht genug für das da hinten. Schauen wir mal, was neu aufploppt. Führe die Behandlung durch. Ja, wie soll ich jetzt die Behandlung hier durchführen? Oh, das ist jetzt das Nähen, okay. Okay, das ist das Nähen. Kapiere ich noch nicht? Okay, wir brauchen... Bin noch verwirrt. So, wir brauchen erstmal das. Okay, und die kommen immer noch. Und wie führe ich die Behandlung durch? Oh, so führe ich sie durch. Okay. Okay, da war es jetzt aber ganz schnell, wie ich da geklickt habe, dass ich das hier runter soll. So schnell wollte ich sie eigentlich gar nicht haben. Okay, ich möchte so eine Zwicke einfach dabei haben. Und ich möchte so eins haben. Nur zur Sicherheit. Weil das relativ lang dauert, das zusammenzusammeln. Der Rest... Gefühl kommt das Skalpell nicht so oft. So, jetzt der Reihe nach. So, dann jetzt den. Und die Zwicke haben wir zum Glück mit. Boah, das war jetzt gut, dass wir die Zwicke hatten. Beziehungsweise, dass wir alles hatten, weil das waren jetzt einige hintereinander, die wir sonst nicht, glaube ich, geschafft hätten. Wieso ist er nicht golden geworden? Ärgerlich. Zwicke oder sonst was? Oder tätscheln? Tätscheln. Bisschen nähen. So, dann werden wir die jetzt entlassen, weil da ist der noch, blinkt sein fünftes Herz. Ich weiß nicht, ob's... Oh, einmal... Nein, wir müssen tippen. Okay. Okay, und ein bisschen ribbeln und... Komm her. Und ein bisschen klopfen. So, sehr gut. Schaut gut aus. Und wir brauchen einmal neues Tupfmaterial. Und wir müssen das Tupfmaterial eigentlich auffüllen wieder langsam. Oh, und zwei Betten jetzt belegt. Oh, das ist eine ganze Menge. Komm, jetzt komm. Fuck. Mist, der ist nicht golden. Damit. Na toll. Ach so, nein, jetzt können wir nicht kassieren. Nicht kassieren. Mach schnell die Behandlung. Das ist wichtiger. Okay, Hauptaufgabe ist einmal erledigt. Gut so. So, unser letzter Tupfer war das, glaube ich. Vorletzter. Nein, fuck. Oh, das war jetzt... das geht sich nicht mehr aus. Schade. So, dann machen wir mal das. Einmal, zweimal, dreimal und... komm, viermal. Sehr gut. Er legt sich dahin. So, und bevor sie jetzt das letzte Herz verliert... So, sehr gut. Jetzt müsste alles passen. So, du gehst dahin, du gehst dahin. Dann nehmen wir ein bisschen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Komm. Wieso geht das nicht? Okay, dann muss ich mal probieren, ob ich mit Klicken anstatt mit Ziehen schneller bin. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich dieses Nähen... Ich glaube, es war das zweite Mal, oder? Dass ich das Nähen nicht geschafft habe. Das erste Mal, glaube ich, war irgendwas anderes. Oder? Nein. War das erste Mal auch nähen. Ist jetzt schon, ich bin vor lauter Konzentration so verwirrt, dass ich nur Schwachsinn daher rede. Aber ist gar nicht so einfach. Vor allem, oh, verdammt. Inzwischen ist das Spiel gar nicht mehr so verzeihend. Das heißt, mal Fehler werden beinhart ganz schnell bestraft. Mit den Punkten vor allem hier, dass sich's nicht ausgeht mehr.
Genau, so wie jetzt. Um einen. Da muss man echt um jeden Punkt kämpfen. Nun, zumindest ist sein Zustand stabil. Du, kann ich mit ihm sprechen? Du kannst es versuchen, Schätzchen, aber er wird dir noch nicht antworten können. Einer für dich und einer für deinen Vater. Papa? Was ist los, Allison? Du bist schon den ganzen Tag so abwesend. Es ist nur so, das kommt mir alles ein wenig zu bekannt vor. Oh nein, wir stürzen ab! Keine Sorge, Ellie, wir haben Fallschirme, uns kann nichts passieren. Und wir lebten glücklich bis ans Ende unserer Tage. Richtig, Papa? Stimmt, du hast vollkommen recht. Jetzt spielen wir Verstecken. Und versteck dich dieses Mal wirklich gut, klar? Okay, Ellie. 20, 19, 1, 0. Ich komme. Finde Ellis Vater. Papa ist nicht hier, suchen wir woanders. Ach so, jetzt muss ich echt suchen. Kann ich da nach hinten? Im Busch. Papa versteckt sich nicht hinter dem Baum. Okay, unter dem Holz. Komm schon, unter dem Holz. Ich hab dich gefunden. Papa? Papa, steh auf, das ist nicht lustig. Papa? Okay. Allison hat offensichtlich eine sehr schräge, traumatische... Wie sagt man? Eine traumatische Begegnung, nein, Situation, ein traumatisches Erlebnis mit bei ihr in ihrer Kindheit gehabt, mit ihrem Vater, was das so ähnlich war. Gut. Machen wir weiter, würde ich sagen. Es ist ernst. Richtig ernst. Patienten können keine goldenen Herzen erhalten. Oh, oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein. Na gut. Probieren wir's. Und wir haben, ui, ein drittes, oh. Ui und O's, eine ganze Menge. Also wir haben ein drittes Bett gekriegt, wir haben einen dritten Sessel. Und wir haben jetzt hier die Statue. Und die muss natürlich sein. Weil wir wären trotzdem die fünf Herzen, die fünf Leute gleichzeitig. Und da sehe ich schon was. Das ist, glaube ich, neu gewesen. Das ist Atemmasken, die werden hier unten wahrscheinlich, nehme ich mal an, sein. 3,50, warten wir auf das, würde ich sagen, weil da der Weg ist schon immer sehr weit. Wobei, wir können den zweiten, komm, wisst was, den zweiten kaufen wir jetzt noch. Die dritten brauchen wir sicher nicht mehr. Und los geht's. Genau, die drei sind neu. Dann schauen wir mal. So, und zwar, wir werden trotzdem noch... Oh. Wir werden trotzdem noch... Okay, die brauchen... Hä? Lila und Maske und das und Maske. Habe ich jetzt beides? Hallo? Okay, jetzt habe ich beides.
Wieso auch immer der das erste Mal nicht beides genommen hat. Kapiere ich nicht. Komm, und der letzte. Aber allein, ganz ehrlich, bei diesem Glassplitterspiel, da merkt man, dass es eigentlich ein Mobile-Spiel ist. Weil das geht auch in der Tastatur, nämlich jetzt lustigerweise, halbwegs gut mit Swipen. So, dann haben wir den hier. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, dass wir die jetzt vielleicht doch nicht... Vielleicht sollten wir doch vorzeitig entlassen. Aber auf der anderen Seite, das sind... Ich glaube, die Bonusherzen bringen echt insgesamt dann mehr. Ich bin einfach nur gerade langsam. So einfach ist es. Da kann ich mich noch so konzentrieren. Ich bin einfach langsam gerade. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein Skalpell. Und dann müssen wir einmal nähen. Ach so, jetzt müssen wir so. Okay. So geht es, glaube ich, besser mit ziehen. Mit nicht ziehen, mit klicken. Was auch immer er gehabt hat. Und wir entlassen diesmal gleich. In dem Fall ist das wichtig. So, was willst du? Ein Skalpell. Dachte ich mir doch, dass du noch irgendwas brauchst. Nicht einfach so glücklich bist. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Und nächster. Nächster! Dir will sicher auch wieder irgendwas von da drüben. Ganz sicher sogar. Ah, nicht einmal. Einfach nur nähen. Okay. Gut so. Da ist unser letzter, unser fünfter. So, der will jetzt eine Schere. Und das ist unser fünfter damit. Und jetzt können wir kassieren damit. Bevor sie noch mehr verlieren. So, zweimal den. Das ist auch ein bisschen seltsam, weil die Zeit läuft irgendwie nicht wirklich viel schneller. Manchmal musst du aber zwei rausziehen und manchmal musst du fünf rausziehen. Ist auch ein bisschen seltsam. So, nehmen wir uns mal so eins. Wollte gerade sagen, nehmen wir uns mal so eins mit. Und dann kaum sage ich es, brauche ich es auch schon. So, sie will einmal eine Flasche. Und Sauerstoff. Okay, ich muss zuerst das nehmen und dann das. Alles klar. Zuerst die Maske, dann den Sauerstoff. Nicht umgekehrt. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft, schon. 230. Und wir haben ohne goldene Herzen. Ach so. Ja, 255 sogar. Wesentlich besser als besser. Gut. Ich denke, das war eh schon wieder eine ganze Menge für die Folge. Dann würde ich sagen, beenden wir es hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und... hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn wir dann die Nummer 24 angehen. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sag Tschüss.